Also, jeder nimmt seine Sachen und dann fangen wir an. Der die Sage. Alle rufen im Unterallgäu. Christian Müller ist Nebenerwerbslandwirt. Heute ist der wichtigste Tag der diesjährigen Kartoffelernte. Gleich geht's nämlich um seine große Liebe. Da haben wir sie, die Irmgard Nummer 40. Das war so meine erste Sorte. Ja, das sind jetzt, kann man sagen, für, über 30 Jahre her. Und damals hat es Irmgard noch richtig im Handel gegeben, ganz einfach. Da haben wir sie richtig kaufen können als Saatgut und haben wir sie immer angebaut. Letztes Jahr haben Wildschweine im Acker gewütet. Nur 7 Mutterkartoffeln seiner Irmgard hat er retten können. Und jetzt hoffen wir, dass heute ein bisschen was rauskommt, damit wir sie wieder vermehren können. Sie gehört als Kindheitserinnerung einfach dazu. Emotional. Mhm, ganz genau. 5 Leute helfen heute mit. Neben seinen Eltern die Freunde Anne, Friederike und Gunnar. Wir müssen jetzt immer schauen, jede Sorte kommt eins nach dem anderen her. Und wir haben sie eigentlich so gelegt, dass man immer sieht, aha, jetzt kommt der rote, dann kommt der gelbe. Und wir den sie sortieren und jeder kriegt wieder ihre Nummer. Sonst haben wir eine Sortenvermischung. Vater, los geht's. Mischen dürfen sich die Knollen auf gar keinen Fall. Nicht leicht, bei 150 Sorten den Überblick zu behalten. Und? Wir sollten die Erdpoller, den Dreck rausbringen. Den wollen wir jetzt daheim haben. Und die Feuchtigkeit soll raus aus der Kiste. Die sollen ja jetzt trocknen, dass sie faulen. Einiges an Erde fällt von selbst ab. Die letzten Tage war es sonnig. Der Boden ist trocken. 59, schwarze Ungarin. Das passt. Die mehlige ungarische Landkartoffel wächst auch auf schwäbischem Boden gut. Das ist der Wow-Effekt. Wenn am Roder oben Kartoffel über Kartoffel kommt, dann denkst du, boah, für eine alte Sorte ist schon respektabel. Vor 20 Jahren hat sich Christian Müller erstmals mit alten Kartoffelsorten beschäftigt und auch welche gepflanzt. Aus reiner Neugier ist eine Mission geworden. Jetzt kommen andere. Da kommt was anderes. Jetzt auch. Er will die Kartoffelvielfalt für kommende Generationen erhalten. Bei diesen Raritäten, da kommt ja Mama auch sehr wenig raus. Meine Mithelfer würden da gleich sagen, vergessen wir es, die bauen wir nicht mehr. Aber es ist ein Kulturgut, sage ich ganz einfach. Und da spielt es mir auch keine Rolle, ob ich 20 Kartoffeln kriege oder 200, ganz einfach. Ist das Salzwasser, oder? Ja, das waren bloß 2 Legkartoffeln, mehr habe ich da nicht gekriegt. Aber wegen 2 Kartoffeln lohnt sich das? Nö, das ist Idealismus da oben, nur. Sonst hätten die Leute alle schon heimgegangen, wenn jeder das hat. Weiter! Gunnar kauft seit einigen Jahren bei Christian ein und arbeitet heute das erste Mal mit. Und das wollte ich mal kennenlernen, weil mich Kartoffeln interessieren und ich das toll finde, was der Christian hier macht mit den ganzen Sorten. Man muss sich sehr konzentrieren da oben und schnell reagieren, wenn man das auseinandersammelt. Das ist eine direkt von der Insel Chioli aus Peru. Eine richtige Hörnle. Die Ochsenhörner. So. Wie kommen Sie an die? Mitbringst du von jemandem Urlaub. Jetzt, checkert, das ist Collegiala. Die Collegiala ist eine alte Sorte aus Peru. Ihr größter Fan, Gunnars Frau Friederike. Ich hab sie Faschingskartoffel. Faschingskartoffel, weil sie mehrfarbig ist. Lila-gelb. Also, einschalten, weiter. Lustige Kartoffeln. Einschalten. Papa Kaspar fährt immer den Roder, wenn der Sohn erntet. Ich finde es ja eine tolle Sache. Aber es macht halt, ist viel Aufwand. Die viele Sorten. Ich kann es gar nicht machen, weil das vom Aufwand her nicht möglich wäre. Aber er macht es halt aus Leidenschaft. Seine größte Leidenschaft, die Irmgard, ist gleich an der Reihe. Viel wird da wohl nicht kommen bei einer Handvoll Knollen im Boden. Da darf jetzt nichts vermischt werden. Das ist Irmgard, ja. Bin mir schön. Da ist er jetzt. Schaut ja fast aus wie eine Supermarktkartoffel. Fast, ja. Die haben auch schon vor 40 Jahren für den Supermarkt produziert. Nein, das ist keine Irmgard. Nein! Raus damit. Für 7 Knolle ganz okay, ja. Mehr hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Passt. Passt vollkommen. So, abladen.
Sieht so aus, als sei es ihm gelungen, aus nur 7 Mutterkartoffeln einen guten Grundstock zu schaffen, um die Irmgard wieder anzubauen. Alle Kartoffeln müssen ablagern, ein bisschen ihre, sagt man im Schwäbischen. Und dann können wir sie probieren und dann kommt es auf, ob unsere Kindheitserinnerung immer noch passt, ganz einfach. 4 volle Tage dauert es, bis alle 150 Sorten geerntet sind. 3 Wochen später. Heute werden die Kartoffeln sortiert. Das Ziel? Saatgut in Form von Legkartoffeln für das nächste Jahr aussuchen. 20 Legkartoffeln, die weiße Kiste, ein Eufeld rein. Immer gleichmäßig, nicht so was verschrumpelt, wenn man die Auswahl hat natürlich. Anne, Friederike und Peter helfen beim Sortieren. Die Legkartoffeln sollen Hühnerei groß und möglichst perfekt sein. Wir wählen halt immer gesunde Knollen aus. Wenn diese Sorte, zum Beispiel wie die jetzt da, die hat eine glatte Schale, ist ebenförmig, dann wählen wir auch wieder solche Saatkartoffeln aus. Ich sage Selektion. Das tut der Mensch seit Jahrtausenden. Er wählt immer das Beste aus. Anne mit einer unbekannten Sorte von der südamerikanischen Insel Chiole. Da hat hier schneeweiß. Was ist das jetzt, gut oder gut? Das heißt jetzt nichts. In anderen Ländern sind schneeweiße Sorten oft qualitativ sehr hochwertig. Also sollte man sie probieren einfach. Bei uns sind Kartoffeln mit weißem Fleisch nicht sehr beliebt. Ob er sie nächstes Jahr weiter anbaut, wird später der Geschmack entscheiden. Rund 12 Tonnen Kartoffeln sortieren Christian und sein Team in etwa 40 Stunden, verteilt über eine ganze Woche. Friederike bei ihrer Lieblingskartoffel, der Collegiala. Ist doch herrlich, so eine Kartoffel, die muss man einfach essen. Aber was ist jetzt da so herrlich? Die Farben, die kann sich nicht entscheiden, welche Farbe sie haben will. Sie ist gelb und da ist sie violett. Jetzt ist es Zeit für die Irmgard. Die Legkartoffeln für seine Lieblingsknolle wählt Christian schon selber aus. Auf jeden Fall Legkartoffeln weg, das gibt's ja. Und ein paar große gehen wir noch weg zum Essen. 20 Hühnereigroße optimale Legkartoffeln fürs nächste Jahr. Mission erfüllt. Und zum Probieren gleich sind auch noch welche übrig. Der Rest der Irmgard kommt in die Kiste für die schwäbisch-hallischen Hausschweine im Stall nebendran. Schaut mal her. Die 6 Monate alten Ferkel sind dankbare Abnehmer. Später Nachmittag. Mit dem Sortieren sind sie noch lange nicht durch. Doch Christian Müller will endlich seine Irmgard verkosten. Kommt doch mal her, jetzt probieren wir mal die Kartoffel, was wir heute verglaubert haben. Da ist. Und jeder kann seinen Kommentar dazu abgeben, ob wir sie nächstes Jahr wieder anbauen, ganz einfach. Ich nehme die Weiße. Du nimmst die Weiße, das ist die von der Insel Chiole. Guck, da ist ein Gäbel. Du hast jetzt die Chiole, oder, gehabt? Dann probieren wir mal andere, ob was besser ist. Da gehört jetzt ein Schluck Milch hinterher. Ich habe ziemlich trocken, also ziemlich mehlig. Also auch keine schlechte Kartoffel. Für eine Medige ist das eigentlich. Aber was die hundertprozentig gibt, ein super Püree. Ja, ja. Okay. Weil die nimmt Butter, die nimmt den ganzen Geschmack alles gut auf. Ja. Also, dann probieren wir die Irmgard, oder? Alle mal miteinander. Ja. Und was erwartet er von der Irmgard? Intensiver Kartoffelgeschmack, weil es einfach eine alte Sorte ist. Und die haben dieses, ja, erdig. Ich würde es erdig bezeichnen. Kartoffelig. So, und jetzt wird es probiert. Ist nicht so trocken. Ein sehr intensiver, guter Kartoffelgeschmack hat sie auf ihn. Das passt auch. An der Stärke habe ich mit euch. Sie hat eine feine Stärke. Ich habe mir jetzt hier eine grobe Stärke. Eigentlich schade, dass die Huhe nummer, dass die nicht mehr gibt. Und warum ist die aus dem Sortiment genommen? Weil einfach der Handel oder der Züchter immer wieder neue Sorten bringt, ganz einfach. Die war 30 Jahre im Sortiment. Also ist einmal verlängert worden auf jeden Fall. Im Saatgutregister und dann ist die halt rausgefallen. Christian Müller hat sie jetzt wieder, seine Irmgard.
Dank ihm wird sie so schnell nicht von der Sortenliste verschwinden. Und vielleicht reicht die Ernte nächstes Jahr dann für ein opulentes Festessen.